Wir haben auch gemerkt, als es dann doch langsam wieder zurück ins Büro geht, das, was wir vorfinden, passt irgendwie nicht mehr. Also das war bei uns ein ganz großer Grund, auch zu sagen, schaut mal, so wie wir da jetzt sitzen, die vielen Schreibtische, es macht irgendwie keinen Sinn, weil dafür komme ich meistens nicht ins Büro, sondern ich komme jetzt ins Büro, um mich mit Kollegen auszutauschen und nicht mehr, um an meinem Tisch zu sitzen und da zu arbeiten. Das machen viele dann doch jetzt lieber von zu Hause. Und das war auch bei uns so ein bisschen Ansporn zu überlegen, gemeinsam mit den Kollegen zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft im Büro arbeiten und wie holen wir die Mitarbeiter auch wieder zurück ins Büro. Es ist eine schwere, also es ist so, Total. was biete ich im Büro an Mehrwert, was die Leute zu Hause nicht haben? Das ist so unsere Aufgabenstellung aktuell ein bisschen.